Lass uns erstmal mit dem satten Hugo anfangen und dann gehen wir erstmal da rein. Schauen wir mal, was wir hier haben. Der sieht aus, als wenn ich einen Top anhab, ne? Was ist das? Was hat er da an? Was hat er da an? Was trägt er da? Der arme Mann? Was hat er da an? Hallo? Marcel? Das ist extrem heiß. Das ist extrem heiß. Das finde ich extrem geil. Da sehe ich mich drin. Hallo, ich bin's, die Marcella. Ui. Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Ja, safe, Digga. Aber alles gut, Bro, alles gut. Digga, was zum Fick? Eigentlich müssten wir jeden Boden einzeln backen. Verpiss dich, nein! Alter, so süß die zwei. Nein! Es ist keins mehr drin. Alter, hast du gehört, hat gerade jemand richtig laut genießt, Alter. Holy shit, Alter. Da kann ja nur Monte wohnen, wenn die Polizei dich anhält. Because the car is very ugly. Oh. Ich wollte endlich wechseln, ich wollte alle Kontakte, alle Chatverläufe von WhatsApp auf das neue Handy, also von Android auf Samsung. Na klar. Wenn du nach 2 Jahren das Stream Deck für dich entdeckst. Ich meine, ich habe das Ding ja hier schon 2 Jahre. Seit Release oder wie lange es das Ding auch gibt. Das ist schon geil, oder? Sei ehrlich, das ist schon geil. Meins funktioniert einfach nicht. Ich habe nicht richtig eingerichtet. Wichtige Frage an Willi jetzt, auch hochqualitativer Content. Isst du lieber Pfirsich oder Kirschen? Kirschen. Kirschen? Na, du hast... Hey, Willi. Weil sie leichter zum Essen sind. Haben wir uns verstanden oder haben wir uns nicht verstanden? Was denn? Ich mag Pfirsich zu trinken, aber nicht zum Essen so jetzt unbedingt. Ach so, ja. Nee. Oh. Enttäuscht auf vielen Ebenen. Es ist absoluter Pfirsich. Coca-Cola Classic? Keine Zerro? Was ist das denn, ey? Zerro! Abgelehnt. Hä? Wer ist das? Ich kenne die irgendwoher. Ah, machen die Pornos? Ey. Das sind Lisa und Lena von TikTok. Das sind die von TikTok, ja genau. Ja, die meine ich doch, na klar. Mhm. Kurz einfaches Toastbrot, dankeschön. Oh, what the fuck? Ah, sehr gut. Dann muss ich ganz kurz die Szene hier switchen. Oh, Desktop. What the fuck, Bro? Wie kann man so einen scheiß Desktop haben? Holy shit, hier oben sind so vorher, nachher Nacktbilder von Max. League, egal, er war clean und aufgeräumt. Gibt's hier irgendwas, was irgendwie hier random der Ordner ganz weird, da ist so irgendwas Nacktes drin. Irgendwas stimmt mit Revi nicht. Hä, vollkommen normal. Was soll mit dir nicht stimmen? Dem Jungen geht's gut. Hey, ich bin sofort wieder da! Schindler, Radfahrer bitte absteigen. Ja, oh. So ist es. Was ist los? Ach so, na, einfach aufmachen. Ich glaube, du musst sie einfach hier so eindrücken. Ich dachte, das ist ja hier. Der arme Alter, Digga. Der arme ist zu Meme geworden, ohne es zu wissen. Ey, alles gut, kein Stress. Viele Viewer denken dann, die können es auch machen. Nein, dürft ihr nicht. Was ist denn mit Carsten los? Und bald fange ich an, die Leute straight up wegzubannen, Digga. Ja. Weil es geht mir auf die Eier, ja. Digga. Ja. Wir sind nämlich keine Freunde hier im Chat. Das muss man mal sagen. Ich bin der Streamer und ich bin nicht euer Freund. Ich bin der Streamer. Ich bin der Streamer und nicht euer Freund. Wir sind keine Freunde. Wir sind keine Freunde, Chat. Wir sind nicht so. Wir sind so. Wir sind so cool. Wir sind auch manchmal so. Aber wir sind nicht so. Wir sind keine Freunde, okay? Wir sind nicht... Wenn ihr mich irgendwo seht manchmal, ja? Und ich bin vielleicht mal besoffen. Oder ich bin gerade nackt. Dann lasst mich auch besoffen und nackt sein. Und fragt mich nicht nach einem Foto oder belabert mich nicht, sag ich mal. Das war gestern nämlich schon wieder so auf einer Party. Ja? Da war ein Typ, so der war zugekokst. Der war absolut zugekokst. Der hat mich die ganze Zeit belabert und sagt, ja krass, hier beim Trimax-Turnier. Und ich wollte in Ruhe mein Bier trinken. Ich wollte nur ganz in Ruhe mein Bier trinken. Mann! Ich wollte in Ruhe mein Bier trinken, einfach nur. Mein Bier wollte ich trinken, ganz in Ruhe. Ja, und dann hat er mich komplett zugekokst, voll gelabert und meint so, ja, ist krass, was beim Trimax
Turnier passiert ist hier. Ich so, ja, ich weiß, ich war dabei. Er meint so, ja, ist krass hier, Streaming und so, ne? Ja, krass. Weird Champ? Warum denn Weird Champ? Ich sag, guck mal, nein, also, Mann! Boah, ich hab gerade gerülpst und gleichzeitig geschrien, das ist mir noch nie passiert. Let's fucking go. Warte, ich versuch's nochmal. Boah, krass. Das ist krass. Nein, Chat, alles Spaß, wir sind richtig gute Freunde. Ihr könnt mich gerne zu Hause besuchen kommen. Sieht gar nicht gut aus. Oh, oh, Deutschland, die Kette. Oh mein Gott. 1-0 Ungarn. Was? Ich kann das super cool mit einer Hand. Ich kann das auch mit einer Hand, pass auf. Nein. Ich wünschte, Anni würde mein Ei so aufschlagen. Ganz ehrlich, in welcher Welt, Anni, in welcher Welt hätte das funktioniert? Bitte mach's nicht nochmal so, versuch's nicht nochmal. Anissa, bitte. Du bist grauenhaft, du bist schrecklich. Schrecklich, geil. Das Wichtigste ist... Ich muss gerade mega das rote Gesicht in der Cam. Ja, ich habe keinen Bock, das Licht umzustellen. Ich sag's, wie es ist. Mal, dass man beim Spielen Spaß hat und niemals toxic ist. Guck dir das an! Der ist so pissed, den habe ich das Wochenende versaut. Und heute ist Montag. Das musst du dir überlegen. Ich habe ihn am Montag das Wochenende versaut. Du siehst aus wie Haaland, meinen alle. Oh nein, hörst du das öfter? Monte in GTA RP. Oha, hier ist Monte. Verpiss dich, du Sohn. Oh, wer ist denn dir, Alter, Digga? Wer, Digga? Der meint, ich hab meine Leber verloren. Wer? Hier, der rechts von dir. Nee, ich meine, wer gefragt hat, Digga. Assalamu alaikum. Hallo. Ich wollte mich vorstellen. Hallo. Ja, können Sie aber nicht so machen, müssen Sie schriftlich machen. Wie schriftlich? Das ist Montana Lake, nimmt den einfach an. So, ich würde mal sagen, ihr gebt mir die Uniform. Bitte, sagen Sie, gehen einfach raus. Scheiß auf die Scheiße, Digga. Auch mal was anderes kommen außer Fortnite. Deine Mutter, Digga. Hallo, ich bin's Marcel, Digga. Du bist Marcel? Ja. Was? Was? Bist du wirklich Montana Black? Nein, oder? Weißt du was? Ich scheiß auf dich, Digga. Nein, Wonder. Verpiss dich, Digga. Was? Oh, hier ist Montana Black, ich schwöre. Monte. Verpiss dich, du Digga. Junge, wie weird, dass man einfach ein Streamer in GTA... Guck mal, du könntest alles sein. Du könntest auf diesem GTA-Server wirklich alles sein. Du könntest deinen Traum leben, du kannst... Keine Ahnung, wenn du willst, könntest du eine Frau oder sowas sein, die so richtig geil ist und das, und dann bist du, dann nimmst du Montana Black. Naja, jedem das Seine. Hab ich eigentlich noch gar nicht, wenn mir so gar nicht so kommt. Hattest du schon mal so eine richtig schlechte Begegnung mit einem Viewer? Mit dir. Oh Mann, Digga, Kevin, pass auf, der Junge hat einen Helm an, der gibt dir den Kopfnuss und du liegst. Spaß, Joke. 60 Primes, 61, 62 Primes, 64 Primes, 65. Oh, nochmal 3 direkt. 68 Primes, 74 Primes, 75 Primes. Drei kleiner als 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 drei. So den Wald entlang und ich bin mega fokussiert. Und dann war dieser Moment wie in Slow Motion, wo ich gesehen habe, dass so irgendwie eine Fliege auf mich zukommt. Und es war auch schon alles zu spät so, ne? Also die kam direkt auf mein Gesicht zu und ich konnte halt auch nicht mehr ausweichen. Und ich schiel die noch so an. Und in dem Moment, als sie mein Gesicht erreicht, bin ich am Einatmen. Bruder, ich habe diese Fliege eingeatmet und es war weg so inhaliert. Widerlich. Und dann habe ich noch hinten gespürt, wie die Fliege sich noch so mäßig bewegt und sich wehren will. Und ich so, ja, du Idiot, was machst du hier drin? Und ich pust raus, was geht. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich die Fliege verschluckt habe oder ob ich sie noch rausbekommen habe. Imagine, du furzt einfach und dann kommt die Fliege aus deinem Arsch. Chilliges Gefühl. Aber das Gefühl war richtig räudig. Benni, hast du schon mal das Ben & Jerry's Eis gegessen? Nee. Geil. Hä? Weiß ich nicht. Würdest du selbst anderen CreatorInnen folgen? Oh nein, das ist doch, also offiziell, das ist das letzte Video, was ich mir von denen hier angucke, Hyperbowl. Schreib doch einfach Creator, Digga. Jeder weiß, was damit gemeint ist. CreatorInnen. Schmutz. Ja, das nennt man Gendern. Er hat ein bisschen mehr monatliche Hörer. Keine Ahnung, was das hier bedeutet. Stern, innen. Weißt du nicht? Innen. Können wir im ganzen Chat mal Jubel haben? Jubel. Alle im Chat, Jubel. Jubel. Die Hand, wo ich das Wasser drin hab, Digga, da ist die Bremse. Danny, ich kann nicht bremsen. Warte kurz. Okay. Digga, ist das dumm.
Ich muss es in die andere Hand nehmen. So, jetzt können wir. Moin. Oh, oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, das hat man niemals gehört, oder? Digga, das war der fetteste Furz der Welt, Alter, Junge. Du hast dich einfach eingeschissen im Stream, what the fuck? Doch, man hat's gehört. Stier, Alter. Hä, hey, der war doch übel leise im Album. Jetzt macht Danny auch noch den Yogi. Digga, der White Mode ist so white. Holy shit. Und by the way, ich finde den Big Tasty Bacon besser als den Big Mac. Jetzt. So, jetzt haben wir hier mal Opinions, Alter. Endlich mal einer, der mal was sagt, was Gewicht hat. Fucking Opinion Leader. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus, Big Mac. Jetzt ist es raus, Digga. Ich find's so krass, wenn du dich mit einem Fahrradfahrer unterhältst, sind Autofahrer die größten Idioten. Mhm. Wenn du dich mit einem Fahrradfahrer unterhältst, sind Autofahrer die größten Idioten. Genau. Also es ist einfach Krieg zwischen zwei Parteien, Mann. Sehr gut. Chillen kann und der einen immer beschützen kann. Den finde ich zum Beispiel, da hätte ich einen großen. Ja, kannst du ausmachen. Wieso gibt's von mir immer nur unangenehme Clips? Warum bin ich so ein weirder Typ? Wieso bin ich so? Warum bin ich so geboren, sag ich mal, oder? Wieso bin ich nicht normal wie alle anderen? Wieso bin ich immer dieser weirde Guy auf der Party, der da steht mit seinem Bier und seinem Schwanz in der Hand? So, warum bin ich das? Wieso bin ich nicht einfach anders? Wieso bin ich nicht normal, Alter? Wieso bin ich dieser weirde Typ? Wieso bin ich das? Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief! Ja, klippt das! Vorsichtig. Bin gesniped worden. Was ist das? Virgin Grey Name, hat kein BTTV, benutzt KW unironisch, hat einen kleinen Spaß, macht Dummowitze in 2021. Oh, oh. Guckt hungriger Hugo. Fucking Normie Chit. Rescue me! Oh, das fühlt sich auch einfach immer gut an, jemanden zu schauen, der noch süchtiger ist als man selber. Dann fühlt man sich immer wie geheilt, Digga. Glaube ich nicht. Deshalb schaue ich mir unglaublich gerne Leute an, die Heroin nehmen. Dann geht's mir besser dabei. Ja.